Ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 und wir versuchen erneut das hier zu realisieren. Mal gucken. Du versteckst dich hinter einem Unschuldigen. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon probiert, also echt ein paar Mal probiert. Und entweder schaffe ich es jetzt mit Charisma zu überzeugen oder aber als wärst du direkt aus einem Comic. Ja, was soll ich sagen? Aber du und ich wissen, ich muss schneller sein als Hinjin. Schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Tja. Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Genau. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Genau. Hört nicht auf ihn, Leute. Er ist nicht echt. Dann pass mal gut auf. Weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Mhm. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenne alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Okay. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein Freund, sein Held sterben würde, direkt vor seinen Augen. Wollen wir das machen? Ich hab's noch nicht probiert. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein Freund, sein Held sterben würde, direkt vor seinen Augen. Genieß die Show, Kent. Du bist dran, sobald ich mit Shroud fertig bin. Was ist ein guter... Aber... Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt müssen wir... jetzt müssen wir mal gucken. Na. Was könnten wir jetzt einwerfen, damit wir... So. Oh, wir sind gerade ziemlich durch. Das ist, dann nehmen wir mal die, nee, unsere Schroti. Kopf. Ah, uiuiuiui. Stimpack. Stim. Ach du. Och, komm. Was haben wir noch hier? Leguan, ne? Köterkeule. Ach, das. Wow! Wir brauchen jetzt wirklich ein bisschen schnellere Waffe. Ja, das könnte was werden. Na, ich glaube, es geht hier vorne schneller, ne? E-Stimpack. Genau. Na komm. Komm. Und Treffer. Yeah.
Avery ist durch. Komm, aber jetzt. Na. Und nochmal. Jawohl. Oh. Sehe ich das gerade da unten richtig? Schnell was gegessen. Mal gucken, ob wir abhängig sind bei bestimmten Sachen. So, nehmen wir mal ein bisschen Wasser. So. Boah, wir waren so gut wie tot. Taktisch Jagdgewehr. Kampfrüstung haben wir. Kampfrüstung 10. Nehmen wir erstmal mit. So, Hund. Komm mal her. Komm mal her. Hey. Komm mal her. Du brauchst etwas zum Tragen. Munition nicht. Ach, wir haben keinen Schrott, ne? Gut, dann drehe ich mich nochmal im Kreis. Waffen, Kleidung. Das. Und Dogmeat kann nicht mehr tragen. Na, sowas aber auch. Was haben wir jetzt so viel aufgenommen? Ne, jetzt mal im Ernst. Was haben wir denn jetzt hier aufgenommen, dass das alles so schwer ist. Injektorgewehr ist klar. Das kriegen wir auch nicht mehr rüber. Ach, das taktische Jagdgewehr. 11,3. Ehrlich gesagt, brauchen wir das gar nicht. Können wir rausschmeißen. Taktisch. Genau. Okay. Super. Denn dafür nehme ich lieber noch ein paar Sachen mit, sofern wir noch ein paar Sachen mitnehmbar sind. Was hat er hier? Patronen, Stimpack. Nochmal ein Kampfgewehr. Ah, das war zu viel. Okay. Was hat er hier? Avery. Eine kurzläufige 44er. Ansonsten auch irrelevant. Bevor wir nämlich hier wieder rausfliegen und irgendwo sonst wohin gehen. Denn ich könnte wetten. Komm mal her, Hund. Ich könnte wetten, hier sind Dinge dabei. Die, hier, so ein kleines Buch zum. Geschafft. Na, wir machen uns noch schwerer, als wir sind. Komm mal her. Hey. Ja. Geht es? Hat geklappt. Ich hoffe, die kleinen Sachen. Angel brauchen wir nicht. Nein, bloß nicht. Ich möchte die loswerden. Diverses, ne? Ne, Schrott. Ablegen. Okay. Was haben wir noch? Wechseln erstmal wieder auf der vernünftige Wumme. Munition. Die wiegt zum Glück nichts. So, hatten wir wenigstens es geschafft, jetzt den Typen umzulegen und gleichzeitig auch noch ihn hier zu retten, ja? Bevor wir ihn hier anquatschen, schauen wir uns wirklich hier komplett um. Ich denke mal, hier oben geht es auch wieder raus. Oder auch nicht. Aber jetzt Munition und Klebeband.
Vorkriegsgeld. Was zu essen. Jo, passt. Aber leider kein Buch oder so, ne? Schade. Auf die muss ich auch mal noch auf Push gehen, um die zu finden. So. Kent. Kent. Ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. Zum Glück war ich rechtzeitig hier. Geht mir genauso, Shroud. Aber ich weiß nicht. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Hm. Wirklich? Nach all dem willst du einfach aufhören? Ich wusste, hier draußen sieht's übel aus. Aber das... Ich glaube nicht mal Silver Shroud könnte das wieder hinkriegen. Na klar. Wenn du jetzt aufhörst, haben die Bösen schon gewonnen. Du hast recht. Aber ich bin müde. Ich will einfach nur nach Hause. Na klar. Ich gehe zurück nach Godneighbor. Danke, dass du mich gerettet hast. Ehrlich. Aber ich habe genug. Okay, wir schmeißen hier noch, guck mal, hier eine Visitenkarte noch hin. Jawohl. Können wir das hier auch noch machen? Nee, ja auch nicht. Reden wir mit dir nochmal? Kent. Ich brauche Zeit, mich zu erholen, okay? Okay, gut. Ja, dann haben wir das hier erledigt. Dann können wir wieder hochfahren. Und? Nach oben. Ja, es hat uns ein bisschen was abverlangt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten hier gibt. Ja, und durchraschen. Ah, okay, hier sind wir. Und durchraschen wollte ich einfach nicht. So, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Genau. Damit kommen wir nämlich hier wieder zum Ausgang. Sehr schön. Aber hier hinten sind wir noch nicht lang gelaufen, ne? Oh. Ja, nochmal, komm. Zeit, sie fertig zu machen. Oh, guck mal hier, was hier ist. Hätten wir mal laufen lassen sollen. Super. Ah. Okay, wir sind wir sind eindeutig zu schwer. Ist hier hinten noch was drin? Boah, diese Geräusche! Okay. Zu schwer. Das können wir immer trinken. Jetzt müssten wir wieder... Okay. Dann sollten wir mal langsam mal raus und uns irgendwo entledigen. So. Und raus hier. In den Commonwealth. Und wir stehen kurz vorm neuen Level up. Yeah! Das freut. So. Wir müssen aufpassen. Hier rennen ja noch ein paar... Ne? Da sind sie. Ich hoffe, wir können eine Schnellreise machen. Ich möchte zuallererst... Nehmt es mir nicht übel, nach Sanctuary schnell reisen. Denn in Sanctuary habe ich ja ein bisschen mehr von dem... Na, wie soll ich sagen? Von dem Schrott, den ich einlade. Ich muss auch irgendwie gucken, dass ich es schaffe, diese Routen aufzubauen. Weil durch die Routen wird erst der Schrott hier verteilt, glaube ich. Man kann zwischen den einzelnen Lagern Routen, Handelsrouten aufbauen. Und das wäre super. Psst. Ja, komm mal her.
Wir nehmen den Shot hier mit. Den können wir ja ganz schnell nämlich entledigen. Und hier haben wir nämlich noch ein paar andere Sachen. Du hast doch bestimmt was dabei, das du nicht wirklich brauchst. Ja, habe ich. Deswegen kriegst du ja auch den ganzen Schrott. So. Genau, dann können wir nämlich den Kram machen. Hier ist doch irgendwo... Irgendwo kann man doch die Fahnenhändler... Und die muss sich dazu bewegt bekommen. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die Nein. Braucht. Okay. Es gibt doch diese Händler, ne? Mit ihren großen Mukühen hier als Transporteinheiten. Und ich würde mal behaupten, dass man mit denen sprechen kann. Sieht man die vielleicht auf der Karte? Außenposten. Hier haben wir noch was zum Abholen. Denn wenn wir diese Händler dazu bekommen, hier lang zu laufen, dann wird auch der Schrott meines Erachtens untereinander geteilt. So, haben wir hier was zum Kochen? Einen gegrillten Hirsch. Erhöht die Tragefähigkeit plus 25, das ist gut. Leguan am Stiel. So, damit haben wir nämlich auch noch ein bisschen was wieder hinbekommen. Weniger Gewicht? Ja, doch nicht. So. Ne, hier ist keiner von den fliegenden Händlern. Schade, schade, schade. Ich probiere mal was. Wir machen mal... Ach, wisst ihr was? Wir bringen erstmal die Mission weg, okay? Wir sollen zu Hancock in Good Neighbor und bringen erstmal schnell die Mission weg. Entleert haben wir ja das Nötigste. Dann das Aufrollen mache ich wieder offscreen. Damit das nicht ganz so viel Zeit kostet, denn wir haben ja das ein oder andere doch ein bisschen dadurch geloost, muss man ja dazu sagen. So. Good Neighbor. Und als Shroud werden wir uns hinstellen. Weiß überhaupt nichts. Das ist gut. Ich auch nicht. So. Netter Pip-Boy. Wen hast du denn umgebracht, um daran zu kommen? Klappe zu. Guck mal, das Kind. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Ja. Merkt ihr das? Ich brauche Zeit, mich zu erholen. Okay? Es ist vollbracht. Der gefürchtete Sinjin ist Geschichte. Genau. Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Na, 750 Kronkorken. Du hast deinen Beitrag geleistet und alle ihrer gerechten Strafe zugeführt, die es verdient haben. Ich werde unsere kurzen Gespräche vermissen. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Bin fast draufgegangen. Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Okay. Ohne seinen treuen Freund Red Reinhardt? Was wäre Shroud ohne seinen treuen Freund Red Reinhardt? Das bedeutet mir eine Menge. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Cool. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte. So.
sauber. Mitten im Level ab. 545 Erfahrungspunkte. Das weiß zu gefallen. Ja, liebe Leute. Warum bin ich schon wieder... Hä? Ich hab es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, indem wir immer nett und fair waren. Das ist schön. Warum bin ich denn auf einmal... Kann mir jemand erklären, warum ich jetzt 6 zu viel wiege? Habe ich irgendwas jetzt bekommen? Hab ich nicht aufgepasst? Irgendwas bekommen, was das rechtfertigen würde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber Hundi hat Platz. Komm her, Hundi. Hey. Ja. Komm, Hundi hat Platz. Und Hundi kriegt von mir... die Maschinenpistole, die brauche ich wirklich nicht. Denn die ist nicht Bestandteil vom Kostüm. Und damit bin ich wieder frei. Ja, liebe Leute, das war die Mission. Die Questreihe. Was bewunderst du? Die Klamotten oder den Mann, der sie trägt? Arsch. Das war die Questreihe um Silver Shroud. Ich glaube, wir sind aber noch nicht hundertprozentig fertig mit dieser Questreihe. Denn... Beziehungsweise, nein, wir werden uns einfach das Radio bereithalten. Denn ich glaube... Was, sehe ich etwa aus wie ein Barkeeper? Klappe. Klappe. Denn ich denke... Es wird das eine oder andere noch geben, was wir tun können als oder für Silver Shroud. Ja, falls es euch gefallen hat, gebt doch Feedback in Form eines Däumchens nach oben oder eines Kommentars ab oder vielleicht sogar in Form eines Abonnements. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann, ja, wenn ich ein paar Sachen offscreen wieder erledigt habe, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Firefox. Ciao.